Wir haben irgendwo einen ganz kritischen Fehler. Dieser Moment, wenn du beim Vorbeigehen aus Versehen etwas streifst und dir plötzlich wie in Final Destination vorkommst. Ist das, was sie heute Nacht erlebt hat, wirklich doch kein Traum gewesen? Sven, das wird wieder ein Puzzle für die Ewigkeit hier. I close things and I open things, I push things and I pull things. Kennst du das nicht? Nein. Boah, das ist ja traurig. Hier sind Infos über nightmare-mörderische Träume. Schwarzlicht bzw. UV-Lampe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Geocaching-Abenteuer. Heute mal kein Lost Place. Ihr wisst, sonntags kommt momentan Geocaching und wir befinden uns jetzt tief in der dunklen Nacht. Wir haben es mittlerweile 22 Uhr und wollen tatsächlich mal einen Nachtcache absolvieren. Das heißt, man kann das Ganze natürlich am Tage machen. Man kann aber auch einen Nachtcache machen und so Reflektoren suchen an den Bäumen und dann halt eben Aufgaben im Dunkeln und in der Nacht suchen. Da gibt es spezielle Geocaching-Nachtcaches für. Und das würde ich heute zusammen mit Sven mal ausprobieren. Ich habe das früher schon mal gemacht, damals allerdings ohne Kamera. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe jetzt hier schon mal das Geocaching-Listing offen. Und da hat der Owner, der Besitzer dieses Geocaches schon mal reingeschrieben, dass wir einen Fußweg von ungefähr 1,5 Kilometern absolvieren werden. Insgesamt gibt es hier 12 Stationen plus Final. Und das Genre bzw. der Hintergrund dieses Geocaches soll sich wohl um Horrorgeschichten handeln. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt erstmal zur ersten Station. So, und wir werden heute nicht nur die normale Taschenlampe brauchen, sondern auch eine sogenannte Schwarzlicht- bzw. UV-Lampe. So, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht sehen werdet, wir befinden uns hier an einem Gewässer. Den genauen Ort werde ich nicht bekannt geben. Da hinten sind auch Lichter und irgendwo da ganz hinten, da rechts, wo ihr den wunderschönen Vollmond sehen könnt, da ist auch der Hafen, beziehungsweise ein Hafen, der sich in der Nähe befindet. Was ich euch vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Ganzen sagen werde heute Abend, ich werde keine genauen Koordinaten zeigen, ich werde keinen genauen Standpunkt sagen, weil ich es einfach blöd finde. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie Leute von euch, die das Ganze auch noch mal selber machen wollen, von daher ist es halt schwierig, wenn ich jetzt sage, wir befinden uns hier in, angenommen, Dortmund oder in Köln, dann kann man das halt sehr leicht rausfinden, wo wir sind. Und ja, es gibt bestimmt auch sicherlich noch einige Geocacher unter euch, beziehungsweise unter den Zuschauern, die das Ganze vielleicht auch noch mal hier selber machen wollen. Von daher werde ich das alles teilweise ein bisschen pixeln oder ein bisschen weichzeichnen, damit ihr nicht seht, wo wir uns befinden und ja, was genau die Aufgabe bzw. die Lösung des einzelnen, der einzelnen Station ist. So, irgendwo da soll der erste Hinweis sein, bzw. hier soll es eigentlich losgehen. Das ist so eine Art, was ist das hier? Sieht aus, als wenn da oben vielleicht mal irgendwie die LAG drinne gesessen haben könnte, denn hier ist auch ein kleiner Bach bzw. ein kleiner See. Und irgendwo da, so im Umkreis von hier ungefähr 5 Metern, soll sich wohl der erste Hinweis befinden, wo wir dann in die nächste Richtung gehen. Und in meinen Augen ist es da hinten schon. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Da hinten an dem einen Pfosten, da, jetzt könnte man das einigermaßen sehen, da blitzert es schon. Und ich vermute mal, dass da unten der erste Hinweis ist. Das heißt, irgendwo hier, ich sehe schon, da oben haben wir so eine Art Schatulle. Siehst du das, Ben? Ja. Wollen wir die mal rausnehmen? Soll ich das mal machen? Ja, mach das mal. Bist du bereit? Sieht so ein bisschen so aus wie bei The Walking Dead. Ordne folgende Bösewichte ihren Filmen und Bildern zu. Lege die einander zugeordneten Karten wie folgt nebeneinander. Beachte die Reihenfolge. Station 1. Und wie ihr sehen könnt, es gibt Bilder, wo was drauf abgebildet ist. Und es gibt diese Karten, wo zum Beispiel kopfloser Reiter, die Frau in Schwarz, Damen, Michael Meyer, Freddy Krüger und so weiter und so fort draufstehen. Und die müssen wir jetzt den einzelnen Bildern zuordnen. Weil immer wenn Freitag der 13. ist, dann kommt doch diese Werbung. Michael Myers. So, ich bin jetzt hier auf jeden Fall auf der Filmdatenbank, weil alle Filme, wie gesagt, habe ich auch nicht gesehen. Und gerade Horrorfilme gucke ich mir eigentlich so erstens ganz selten an und zweitens einfach auch zu wenig. Das ist nicht so das Genre, was ich gerne gucke. Das heißt, wenn ich jetzt hier eingebe bei Suche, Handy zu groß, Finger zu klein, Damen, müsste ich ja eigentlich. The Woman in Black. Nightmare on Elm Street. Hier sind Infos über nightmare-mörderische Träume. So, wir haben jetzt das erste Rätsel gelöst. Jetzt heißt es auf jeden Fall 500 bzw. 600 Meter in die Richtung da vorne laufen. Und ich bin mal gespannt, was uns da dann als nächstes erwartet. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch 61,2 Meter vor uns. Und da vorne soll das Ganze irgendwo sein. Wir sind jetzt gerade hier und
Da vorne müssen wir hin, also am Ende des Waldes. So, da vorne könnt ihr schon den Reflektor sehen. Das heißt, wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zu Station Nummer 2. Ohne Kopflampe sehe ich hier nämlich gleich gar nichts mehr. Von daher würde ich sagen, Kopflampe aufziehen. Und es ist langsam echt kalt, weil wir da eben so lange auf dem Boden saßen. Oh. Lösung: Schreib den Titel des Films auf. Zähle, wie viele Buchstaben das Wort hat. In Klammern Buchstabenanzahl gleich BA. Berechne anschließend die 6 fehlenden Ziffern der Koordinaten. Ist das, was sie heute Nacht erlebt hat, wirklich doch kein Traum gewesen? 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Mit den Fingern klappt's immer, ne? Mit den Fingern klappt's immer. Der kleine Luca beherrscht eigenständig den Zahlenraum bis 10. Sind 6 minus 3, 3? Genau. Leute, das sind schon die Horrorpuppen, die hier im Wald durch die Gegend schreien. 3 mal 3 macht 6. Wieder. Und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt. Wieder, wie sie uns gefällt. Ich bin der Luca. Ich kann das aus Datenschutzgründen leider mal eben gerade nur so zeigen, aber wir landen mitten in einem Wohngebiet. Und das macht in meinen Augen echt überhaupt keinen Sinn. Wir landen nämlich bei Haus Nummer 18. Und das kann nicht sein. Wir haben irgendwo einen ganz kritischen Fehler. Das kann einfach nicht sein. Das geht einfach nicht. Das war eine schwierige Aufgabe. Wir haben irgendwo einen Dreher drin gehabt. Wir wissen jetzt nicht genau wo, ob in der Nordkoordinate oder in der Ostkoordinate. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an Station Nummer 3, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich musste den Hinweis angucken, weil ansonsten wären wir, beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich jetzt immer noch auf dem Boden da gesessen. Hinweis ist Mülleimer für diese Station und da vorne befindet sich ein Mülleimer. Das heißt, irgendwo hier muss der nächste Hinweis zu Station Nummer 4 versteckt sein. Und ich würde sagen, den suchen wir jetzt erstmal. Mülleimer. Guck mal, aber Mülleimer, wir sind ja schon mal am Mülleimer. Ha, ich hab's. Das ist doch cool. Guck dir das an, das Magnetding da. Leute, das sind genau diese Verstecke, was ich in dem ersten Video gesagt habe. Es gibt teilweise diese Magnetschilder, so wie wir es jetzt hier haben. Und das ist sowas von genial getarnt, das fällt überhaupt nicht auf. Besuche folgende Homepage mit deinem Smartphone, sieh dir die Szenen an und beantworte folgende Frage zu den einzelnen Szenen. Wo sitzt das Monster? Auf einem Schrank. Aha, okay, auf einem Schrank sitzt das Monster. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt an Station Nummer 3 gewesen, an dem Mülleimer, haben auch die Aufgabe lösen können. Das Problem ist allerdings, dass ich der Meinung bin, beziehungsweise auch Sven der Meinung ist, dass da ein kleines Zettelchen fehlt für die Koordinatenberechnung. Von daher heißt es für heute erstmal Abbruch. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr nach der Werbung. Neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, ihr habt euch die Chips an die Fernsehgeräte und Handys geholt und die Werbepause genutzt. Wir sind jetzt wieder unterwegs auf der Suche nach der nächsten Station für den Nachtcache. Ich hoffe mal, dass wir heute ein bisschen erfolgreicher sind. Ich bin auf jeden Fall dick und fett angezogen. Gestern war nämlich ein bisschen kalt. Von daher nicht wundern, ich habe eine andere Jacke an. Wie gesagt, neuer Tag, neues Glück. Und ich würde sagen, auf geht's ins Abenteuer. So, ich würde sagen, da vorne ist der nächste Reflektor. Und wie man sehen kann, wundervoll hier auf der rechten Seite meiner Hand ist ein sogenannter PET-Link mit wahrscheinlich den nächsten Koordinaten bzw. mit dem nächsten Rätsel. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Station Nummer 4, Zahlen in Horrorfilmen. Horrorfilme mit Zahlen in Titel ergänze. Zimmer, so und so. Es gibt wahrscheinlich einen Horrorfilm, der heißt Zimmer. Und dann gibt es hier hinten wieder die Aufgabe von Zahl 1 zum Beispiel, minus 1399 abzuziehen. Also subtrahieren und addieren. Subtrahieren und addieren müssen wir dann. So, wie man hier sehen kann, wir landen eigentlich quasi mitten auf so einem Betriebsgelände, würde ich das Ganze mal nennen. Von daher habe ich eben gerade noch mal ganz kurz ins Listing reingeguckt. Und zwar steht da zu Station 5. Hier springen die Koordinaten leider sehr stark, wodurch der abgebildete Ort nicht ganz korrekt ist. Der Cache befindet sich vom Weg aus gesehen auf der linken Seite des auf dem Hinweisschild in Klammern Anhang abgebildeten markanten Baumes. So, wir haben hier den Spieß auf jeden Fall jetzt mal kurz umgedreht. Sven sucht jetzt mal nach der Dose bzw. nach dem nächsten Rätsel, damit er auch mal was zu tun hat und nicht nur hinter der Kamera steht. Ach, das ist eine Spinne, das ist die Tekla, die kleine. Jetzt löse das Kreuzworträtsel waagerecht 2. Film über einen Tag im Jahr, an dem alle Straftaten inklusive Mord erlaubt sind.
The Purge. Leute, das ist mal was, was ich aus dem Kopf weiß. The Purge. Haben wir früher immer in Informatik geguckt im Unterricht mit dem Informatiklehrer. Das ist ein Film, der mir ja immer noch sehr weit hängen geblieben ist hier oben. Also ich würde sagen The Purge auf jeden Fall. The Purge. Zack. Zweites Wort. Z-O-M-B-I-E. Damit hätten wir 11. Und jetzt fehlt noch 4 und... Beziehungsweise ist das 4? Das ist genau das, was wir früher in der Schule hatten. In diesem englischen Buch geht es um Leslie, Ananda, Jack, Dan, Sophie und Joe. Das ist voll Schulzeit bei mir. Hier, I'm Prunella the Poltergeist, I close things and I open things, I push things and I pull things. Kennst du das nicht? Nein. Oh, das ist ja traurig. Lösung 5 ist ein G. G ist anstelle 7. 7 minus? 12. 7 minus 12? So, wir sind jetzt an Station Nummer 6 und... Da ist der PET-Ling einfach hier auf so einem Baum aufgesteckt. Und es ging darum, hier Horrortitel rauszusuchen, die... Anhand von Zitaten. Anhand von Zitaten die Horrortitel, also die Titel der Filme rauszusuchen. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns auf jeden Fall zu Station Nummer 7. So, wir sind jetzt unmittelbar vor Station Nummer 7 und haben jetzt aktuell noch 68,4 Meter, beziehungsweise 68,5, das schwankt ja teilweise sehr stark. Wir befinden uns hier und müssen dahin. Da soll es wohl hingehen. I don't see the reflector. I think it's this tree, but I don't see the reflector. In the middle of this tree you can see a plastic bag. Okay, das sind Zahlen rückwärts geschrieben. Sneev. Oder? Was wirst du? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, wir setzen uns jetzt wieder hin. Dafür brauchen wir nochmal den Stuhl wahrscheinlich. So, wir haben die rückwärts gesprochenen Zahlen jetzt entschlüsselt und in Koordinaten umgewandelt. Und raus kommt... Eine Wasserstelle in der Nähe einer vielbefahrenen Straße. So, es hieß ja im Hinweis, ich habe nämlich extra den Hinweis angeguckt, weil man ja nicht weiß, man hat ja keinen Koordinatenprüfer. Und es soll wohl der Pfosten sein. Es ist ein sehr ausgeklügeltes Versteck, meine Lieben. Schaut euch das an. Ein wundervolles Versteck. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Weg zurück und beleuchten das Ding mal ein bisschen besser und gucken dann mal, ob wir da die nächste Station drinne finden. Station 8. Horrorfilme in Emojis. Welche Horrorfilme sind dargestellt? Das wird schwierig, Sven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begleiter im Filmtitel ohne Lücke mitschreiben und mitzählen. Buchstabenwert im Alphabet. Wir suchen immer die letzten drei Endziffern. A, B, C, D, E, F. Was war das? 4, 8, 5? Muss ja 4, 8, 5. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ne? Das ist jetzt Station 9? Ja. Also die wir als nächste ermitteln, ist dann 10, oder? Kommt hin. 218 Meter in... Nee, oder? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Da ist die Mauer. So ist das Haus. Ja, da müssen wir hin, in die Richtung. Da ist nämlich der Weg. Hui, Tekla, die kleine Spinne. So, und hier ist dann das nächste Rätsel drin. Wieder ein Totenkopf, so wie es aussieht. Wir gucken einfach mal rein. Dass man beim Geocaching dreckig wird, brauche ich euch nicht sagen. Das ist wie mit einem Lost Place. Oh, hier ist ein Grab. Kakerlake 1, Kakerlake 2. Spinne 1, Spinne 2 und Spinne 3. Du könntest dich in ein anderes Haus retten. Was tust du? Gibt es hier drei Möglichkeiten. Erstens, ich renne in den zweiten Stock, um meine Fluchtwege zu minimieren. Zweitens, ich sperre mich im Klo ein. Drittens, ich schalte ein Radio auf volle Lautstärke
und verschwinde durch die Hintertür. Ich würde dann Antwortmöglichkeit 3 wählen. Ja, und das war jetzt Aufgabe. Wir packen das jetzt wieder ein und dann geht es tatsächlich 699 Meter in die Richtung da vorne weiter. Und dann haben wir schon Station Nummer 10. So, da ist der Reflektor, genau da, wo mein Zeigefinger jetzt gerade drauf ist. Und es hieß, in der Nähe des Wassers, und wie man hier unten sehen kann, ist hier so eine Schnur am Baum. Oh. Ui, eine Hand. Das ist übrigens die letzte Station vor dem Final Cache. Das heißt, das ist die letzte Station, dann kommt die finale Dose. Das ist ja so gesehen ein Multicache. Gut, dass das einlaminiert ist. Oh Sven, wir haben wieder ein Puzzle vor uns, glaube ich. Oh. Schweigen der Lämmer. Das Schweigen der Lämmer. Aha. Minus 5. Ach. Jetzt müssen wir wieder zuordnen, wie am Start, glaube ich, oder? So, wir haben das Rätsel jetzt gelöst. Das wird im Video dann für euch verpixelt werden. Weil wäre ja langweilig. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 89,1 Meter zur finalen Dose. Und ich würde sagen, ich freue mich so ein kleines bisschen, weil wir haben echt schon wieder in 2 Abenden echt viel gerissen und für euch ein Sonntagsvideo geschaffen. In diesem Sinne würde ich sagen, alles wieder zurück in die Dose, versenken im Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich am Final wieder. RIP, rest in peace. Ja, und wir haben Informationen zum Final und zwar befinden wir uns direkt an der Straße. Es heißt beim Final ROT 13. Code, ja, viermal eine gleiche Ziffer. Was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwelche Informationen zum Final? Da. Ihr müsst eine ROT 13 Verschlüsselung lösen, um die Box zu finden. Es befindet sich in einer Hülle, die mit einem Zahlenschloss verschlossen ist. Der teuflische Code hierfür lautet, könnt ihr euch jetzt gerade denken? Der Innenteil wiederum ist mit einem dreistelligen Code verschlossen. Diesen müsst ihr selbst herausfinden. Um diesen Code zu knacken, müsst ihr insgesamt 3 UV-Monster finden. Das heißt, wir müssen hier noch 3 UV-Monster finden. Okay. Was mir gerade aufgefallen ist, hier ist ein Scharnier. Das ist eine Dose, beziehungsweise eine Kiste. Da ist das Zahlenschloss. Oh, das kannst du gar nicht bewegen. Geht auf. Jetzt ist die Frage, was jetzt kommt. Es öffnet sich ein Mysterium. Oh, was ist das denn? Wie soll das denn aufgehen? Oh, guck mal, wie tief das Ding verbuddelt ist, ne? Es ist sowas von wundervoll. Männersache. Oh, das ist ja cool gemacht. Guck dir das mal an. Das passt ja zu YouTube, ne? Guck mal. Ja. Ist ja geil. Guck dir das an, du. 1.3.21. Sehr, sehr schön. Leute, das war ein so geiles Abenteuer. Ich kann jedem von euch empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Es macht wahnsinnig Spaß und ich glaube, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich denke mal, Sven wird kurz sein Statement gleich nochmal selber dazu abgeben. Aber das ist wirklich, das ist schon sowas Gutes und dann so toll ausgearbeitet, habe ich tatsächlich in der Form auch selten gehabt. Also der Cash schreibt bei mir auf jeden Fall Geschichte. Sehr liebevoll gestaltet, muss man echt sagen. Die Rätselfragen gut ausgearbeitet. Das Logbuch total top. Also gruselig bis zum geht nicht mehr. Hat es dir Spaß gemacht? Wirklich, hat mir Spaß gemacht, ja. Hat es dir wirklich Spaß gemacht? Ja. So, liebe Leute, ich würde sagen, es war super spannend, sehr gruselig. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und schaut natürlich auch beim Sven vorbei für eventuell ja, Bilder von den nächsten Lost Place-Touren, hoffe ich doch mal, wenn es dann irgendwann mal wieder richtig zulässig ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr zum nächsten Lost Place-Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.